hat solche leckere Leberpastete, habe ich noch fast nie gegessen. Ich habe schon fast aufgegessen, mein Brot. Oh. Es ist so, so lecker. Heute hast du Eier so ein bisschen weich wie gekocht. Und freust du dich auf die Pastete? Sehr, Bisschen sehr. Fisch haben wir noch. Ich werde jetzt erstmal, erstmal toasten. Geräucherten, der war lecker. Erstmal toasten. So sieht mein Brötchen aus. Ui. Sehr lecker. Und ist die diesmal weich oder hart? Jetzt habe ich leider gerade nicht. Die ist weich, streichelhaft. Streichfähig. Streichelhaft weich. Streichelhaft, das gibt's gar nicht so was. Ne? Okay. Trink mal schon mein Wurstchen. Dankeschön. Möchtest du ein bisschen Speck Ja. auf dein Brot? Das schmeckt gut. Danke. Also Wahnsinn. Sehr lecker. Leberpastete, ja. Jetzt habe ich sie probiert, aber das schmeckt so lecker. Aber ich habe auch Lunge genommen und Ja, ist gut. Herz und alles, ne? Ist gut. Ah, so Aber lecker. das machst du nur vom Jugendtier, ne? Ja, nur vom jungen Tier nehme ich Lungen noch dabei und alles. Aber so richtig zart. Ich habe gestern ja auch das Fleisch gemahlen. Und das ist Für auch Hackfleisch, für ne? Hackfleisch, das ist so wie Butter da durchgegangen. Das ist so, ne? Weil es noch so jung ist, das Tier, ne? Ja. Das merkt man schon. Aber die hast du sehr lecker gemacht. Hast du da wirklich nur Salz oder was? Salz, Viele Pfeffer? Zwiebeln, so 3, 4 Zwiebeln noch. Ah. Mache ich aber immer viele Zwiebeln. Das ist gut. Okay, ich habe auch noch ein Brötchen. Sehr, sehr lecker. Puh, schmeckt so gut alles.
Schatzi, heute habe ich alle sauber gemacht. Ja, Wahnsinn. Außer Meli. Außer Mila. Danke, Mila. Danke dir, mein Süßer. Mein Schatz hat geschlachtet, jetzt gibt er die in Reihen. Hier hast du jetzt schön sauber. Nur noch frisches Gras habt ihr nicht. Gleich kommt frisches Gras. Gleich kommt frisches Gras, Romchik. Hurroshi. Und ich gehe melken. Ich habe alle sauber gemacht. Das ist hier die letzte Schubkarre. Letzte Schubkarre Dreck. Halle hat jetzt auch schön sauber. Und Romchik. Nur Mila nicht. Mila habe ich nicht sauber gemacht, weil die war ja noch vor kurzem sauber gemacht. Ne? Gleich kommt frisches Gras. Da kommen schon Fliegen zu euch. Bald muss mein Schatz wieder Mückengitter erneuern. Ich habe welche gekauft. Ja? Du armes, mein Liebling. Immer hat irgendwelche Ärger. Gleich kriegt ihr frisches Gras. Nee, Stjopitschka? Nee? Nee? Ich gehe melken. Und da frisst wieder was, meine Pflanze. Sehe ich schon gefressen. Egal wie ich das schütze, irgendwas frisst die immer. Ich weiß schon nicht, ob das vielleicht eine Schnecke. Kann eine Schnecke sein. Da sind die natürlich super viele. Hier sind die super viele. Und vermehren sich noch mehr. Ach, okay. Heute haben wir den fremden Kätzchen Milchchen gestellt. Ich kann die da nicht rausholen. Wenn ich die nehmen will, die beißen. Die haben mir gestern die Finger gebissen durch die Handschuhe. Ich weiß nicht, wie ich die da raushole. Okay, jetzt melken. Guckt mal, liebe Freunde, die Katze, die Mama von den, die fremde Katze, die trinkt bei uns einfach schon Milch und sogar nimmt von meinen weg. Noch streitet sich die fremde Katze. Oskar hat voll Angst und will die ganze Milch alleine austrinken. Katze, wie heißt du denn? Kriegst du denn zu Hause? Oh, die faucht meine, schlägt meine. Katrusitschka, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich gemolken. Und ich weiß, dir steht noch Küsschen zu. Jane Savola. Jane Savola, moja malenko. Jane Savola, nee. Milch gibt es schon viel, viel mehr. Tropft mir hier schon. Muss ich viel größeren Eimer mitnehmen. So viel Schaum. Hör mal, ich teile mit dir gerne fremde Katze, aber ein bisschen musst du Kultur haben. Na, x, x, x. Oskar, na, x, x, x. Ein bisschen musst du Kultur haben. Das ist doch meine Katzen. Die können auch davon was trinken. Kriegt sie zu Hause nichts oder was? Meine haben sich voll versteckt. Und die Kleine. Die Kleine, wo sind die da? Seid ihr da? Heute war sie die wieder fit. Ach, da sind die. Da sind die. Ich weiß nicht, sieht man die? Ja? Oh. Der ist aber lieb, der Stefan. Schatzi, die fremde Katze, die traut sich schon bei uns einfach frei zu essen. Ja, ja. Das, was mein Schatz wollte, so verhindern. Keine Angst, ich will nur was sagen. Die Milch. Ui, Katrusa nicht die Milch trinken. Du bist eine Ziege. Ich hab dir doch die Milch da reingestellt. Im
Ja, ja, ich habe dir die Milch morgens gegeben zum da reinstellen. Ich weiß. Haben die das denn getrunken? Nee, ich habe die noch nicht gesehen. Aha. Schatzi, kannst du mir helfen kurz? Vielleicht, mein Schatz, ich gieße jetzt doch die Milch ab. Komm, ich geb euch in eurem Haus. Weil hier könnt ihr gar nicht mehr euch trauen. Schatzi, nimm mir die Eimer, ich hab's. Oder nimm mir die Milch rein. Guck mal, wie viel die Milch. Du hast ja saubere Hände, dann nimm die Milch. Saubere Hände, ja. Ja, dann kannst du mir die reinstellen. Nur vorsichtig, Hase, vorsichtig. Ich muss schon anderen Eimer haben. Schatzi, wir können auch die Milchmaschine langsam benutzen. Ich kann die rausholen, dann kann man die sauber. Ja, guck mal, wie viel ich musste melken heute schon. Nein, die ist sauber, aber einmal mit Wasser. Ja. Ich mache ja viel Quark und alles. Oh, danke, du machst sogar zu. Oh, mein Süßer, der hilft mir. Der hilft mir die ganze Zeit. Und selber machst du Bier heute, ja? Ich mache heute mein Bier, genau. Das mache ich dann aber im separaten Video auch. Ah, okay. Cool. So, jetzt habe ich hier, wie man sehen kann, 76,8 erreicht. 76,9, 77. Da bin ich schon mit zufrieden, weil unten am Heizstab, jetzt mache ich hier erstmal den Strom raus, ja. Am Heizstab ist das sicherlich mehr. Und da versuche ich die Temperatur jetzt 77,2, seht ihr? Da versuche ich die Temperatur jetzt ein bisschen zu halten. So, jetzt habe ich hier mein Wasser durch den Treber durchgegossen. Und der ist jetzt auch, hat sich schön alles gesetzt. Und jetzt hebe ich den noch ein bisschen an. Nicht viel. Zehn Minuten rum. Und wir machen die erste Hopfengabe. Einfach leicht einrühren. Direkt ganz anderer Geruch. Ich wollte euch auf die Wiese nehmen. Nur mach noch Pipi, Kacken vor der Wiese. Weil ich wollte unbedingt diese wunderschönen Blümchen zeigen. Diese wunderschöne im Tunnel. Im Bäumetunnel. Nein, nein, falsche Richtung. Pipi und Kaka und alles gemacht. Und wir gehen auf die Wiese. Ja, 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 ja. Lecker, lecker, lecker auf die Wiese. Lecker, 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 lecker. Die Maya kommt nicht mehr zu mir, nie wieder. Aber klaut immer weiter bei der Martha. Klaut Milch bei der Martha. Jetzt kann sie bei allen gut klauen, weil die Milch gibt es jetzt sehr viel. Die Katrusse hat heute schon so viel gegeben. Die Milch gibt es jetzt immer mehr. Morgen wollen wir die Melkmaschine schon anschließen. Immer noch Pipi. So viel Pipi. Katrusitschka, Malenka. So, wenn ich euch anbinde, pflanzen wir Kartoffeln.
pflanzen wir Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln. Schmeckt gut, Brennnesselsoße. Schmeckt gut, ne? So frisch. Ich esse die selber gerne. Ich werde für uns auch gleich Salat pflücken. Heute haben wir Rippchen. Wir grillen wieder Rippchen. Bald machen wir wieder Frikadellchen, weil mein Schatz hat geschlachtet. Überall diese Blumen. Hier hat mein Schatz diesen Gitter gespannt. Er hat manchmal. Einmal hat er in Deutschland diesen Stromgitter gekauft, aber das hat nie funktioniert mit unseren Ziegen. Die haben den einfach umgeworfen, der war zu klein, zu schwach. Aber hier so für die Kleinen vor Wasser zu schützen, hat das gut funktioniert. Okay, ich mache jetzt Video aus, weil ich muss die Ziegenleinchen anbinden. Ich kann nach Hause gehen. Fertig. So, was habe ich gesagt? Salat pflücken und dann Kartoffeln pflanzen. Mittagessen brauche ich nicht überlegen. Wir haben noch Reis von gestern mit Tomatensoße. Und wir machen Rippchen. Leckere Rippchen. Das grillt uns Schatz. Rippchen grillen macht er. Ich habe die schon mariniert. Marinade habe ich gemacht. Frischer Knoblauch, Salz, Pfeffer, bisschen Honig, ein Teelöffel Honig und Chili. Ein Teelöffel scharfe Chili. Fertig. Solche Marinade gemacht. Mein Schatz grillt die gleich. Noch nicht. Noch müssen wir viel arbeiten. Noch müssen wir was machen. Kartoffeln pflanzen. So, hier mache ich Video aus. Bis nachher. Mein Liebling, machen wir Kartoffeln rein? Ja, aber sag mal wo. Eine Reihe daneben von gestern. Ich mache gerade Salat. Das ist Spinat von Rebecca. Ich habe euch darum gebeten, deshalb wollte ich die rein jetzt machen. Lass mich die machen. Welche? Ich tue es da mal raus. Ich tue es da mal raus. Ich brauche Kartoffeln. Ich schaue одна стоїть коло кролів Марусі. Так. Добре. Da muss sie, müsst ihr das wegräumen, die Haufen, dann kann ich da euch eine Reihe machen. Pass auf, hier in diesem Graben, wo Abstock gehen noch 50 cm. Von hier? Da, hier? 40, weil ich habe sehr großzügig Stock hingestellt. Noch ein bisschen näher, Schatz. Weil in dem dicken Graben ist der hier. Da. Oh, tut ideal. Ne? Wie viele Reihen soll ich machen? 5 leider. Mhm. Nur malen. Tiefer machen wir uns selber. Du hast keine Zeit. Mein Schatz macht ja Bier. Das muss auch dabei sein. Du kannst auch erstmal nur eine machen oder zwei. Nein, ich mach schon. Erstmal nur zwei. Ich hab jetzt gerade Zeit. Ist das so denn da, richtig? Da, verstehst du. Marusse, ruh dich aus ein bisschen. Ja? In dem Graben hast du was gepflanzt. Da, wahrscheinlich, das sind dicke Bohnen. Da. Schatzi, wahrscheinlich gerade. Du bist schon krumm, glaube ich. Nee, du weißt das besser. Відпочинь трошки, Marusse, відпочинь. Ruh dich aus. Marusечка, ти можеш мене чуть-чуть познімати, як я салат рву. Трошки хоч віддихнеш.
Просто тримай і знімай і його, і мене. Добре? Я буду рвати салатики. Його і мене. Вейше за нас. Welche richtig dicke. Manche geht mit Wurzeln raus, das macht ja nichts. Wir haben ja so viel davon. Schatzi, freust du dich auf viel Salat? Ja. Zu den Rebchen? Ja, gerne. Ah, das war Knoblauch. Uiuiui. Das, ich weiß nicht, ob Knoblauch oder Gräser. Könnten auch Gräser sein. Gräser. Kein Knoblauch. Nur nicht zu viel. Das muss ja auch aufgegessen werden. Oh, fein werden, oder? Fein werden Salat. Смакота, будеш їсти, Марусь? Та смакота буде з рисом, я маю рис. Їсти не хочу. Та я знаю, та то ще не обід. Як буде обід. Так, Марусінька, тепер Маруся, deine Aufgabe. Oh, wir haben viel zu breit nach den dicken Bohnen. Aber je breiter, desto besser. Марусінька, беремо сапку і робимо глибоко. І то дуже глибоко, бо вчора ми зробили не глибоко. Тут може буде легше йти глибше. Ich sag Maruся, bitte nimm eine Hake und bitte geh tiefer. Und ich werde Kartoffeln reinlegen. Ich gehe Salat hinstellen. Так, Марусечка, тільки вважай, щоб ти мені не ставала на біб. А так, знаєш, та, по боках. Одна нога тут, одна тут. Іди від початку. Так, від початку. І, Марусь, старайся купати. Купати, так, знаєш, я навіть не знаю тобі то пояснити, щоб було мені бульбу де класти. Бо бульба в мене дуже велика. Дуже велика. Große, schöne Kartoffeln. Da muss ich Platz haben. О! Та, Марусінька, старайся. Ще глибше старайся. Добре. Ich will das tief haben. Wenn zu viel Sonne auf euch scheint, dann gebe ich euch irgendwelche Stoff, aber leichte Stoff, nicht diese dicke Decke. Überlege gleich, welche leichte Stoff. So. Salat kann hier stehen. In meine Handschuhe. Überlege, solche weiße Stoff zu holen für die Toten. Oh, das ist hier sehr sauber für meine Walnüsse. Das war sehr sauber. Ich habe mir das versteckt in einen Topf versteckt gehabt. Muss noch mal verstecken. Ich muss irgendeinen leichten Stoff finden. Da. Da ist leichter Stoff. Perfekt für die Puten. Zum Zudecken. Muss ich mir verstecken für die Walnüsse. Und das, damit mache ich die Puten zu. Damit die sich auch nicht so erschrecken vor jeder Bewegung. Ja, jetzt decke ich euch zu, Malenk. Jetzt habe ich das so zugehangen. Jetzt haben die Ruhe, meine Glückchen. Und dieses dicke Stoff, das habe ich benutzt für Wind. Für Wind, für Kälte. Kann man schon hier aufhängen. Das ist hier dicker Stoff, was ich benutze immer für Wind.
Und für Hitze benutze ich sowas, weil heute ist extreme Hitze. So, diese ganzen haben wir schon gemacht. Heute hilft mir Marusa, was sehr schön ist. Ich habe hier zugemacht. 1, 2, 3. Die macht zu der Hälfte und ich mache von ihr Hälfte, weil die Bienen greifen dir so an. Mich zwar auch, aber irgendwie ich habe nicht solche Angst wie Marusa, weil die ja noch nie diese Stiche so gehabt hat. Ich kriege ja regelmäßig Stiche und ich habe keine Angst. So, nur diese bleiben mir hier noch, ein paar Kartoffeln. Ich mache das jetzt so, weil der Christian hat ein bisschen geschimpft, dass wir die nicht tief genug machen. Er meint, das ist keine Karotten, also versucht bitte noch tiefer zu machen. Mache ich jetzt so, ich mache mir immer mit Hacke. Nur jetzt mit einer Hand natürlich schwer wegen dem Filmen. Aber ich zeige mal in der Linie, die der Christian mir gemalt hat. Oh, hier kommt irgendwelche Kulturpflanze. So, das mache ich so. Ach, das sind die dicken Bohnen. Uiuiui. Warum sind hier dicke Bohnen? Haben wir hier dicke Bohnen gepflanzt? Aha, wir haben hier irgendwelche dicke Bohnen gepflanzt, sehe ich jetzt. Oh Mann, ich habe mich vertan oder was? Hier, ganz viele sind hier. Doch, Боже мой, а что, wie habe ich mich denn hier so vertan? Oder was? Auf jeden Fall, ich mache ein Loch. Aha, hier sind dicke Bohnen. Ich wusste nicht mehr, dass ich... Oh, überall dicke Bohnen ausgegraben. Ich habe da keine Erinnerung mehr, dass ich die gepflanzt habe. Tja, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Bin jetzt ein bisschen sprachlos. Manchmal tue ich 2 Kartoffeln legen, wenn die klein sind. Wenn die größer sind, mache ich eine. Die Kartoffeln, das sind jetzt alles schon meine, also unsere vom letztes Jahr. Die pflanzen wir jetzt unsere. Weil wir wollen ja auch von dem Mann ein paar Kartoffeln, ein paar Samen und ein paar von uns. Die kleinen lege ich 2. So, und wie gesagt, ich helfe mir ein bisschen mit der Hacke noch, weil mein Schatz hat gesagt, das sind keine Karotten. Mach das bitte tiefer. Ui, das hört sich nicht gut an mit den Ziegen. Vielleicht verwickelt. Muss ich auch noch gucken gehen. Überall muss gucken. Ich werde jetzt Video beenden, damit ich... das machen kann, leichter mit 2 Händen. So, wie gesagt, Marusa kommt zu mir und ich zu ihr. Und du? Wer bist du? Dich habe ich noch nie gesehen. Boah, vielleicht das ist der mein Baby, was im, als Kind geklaut worden ist. Ist heute gekommen oder was? Aber das kann nicht sein, der sieht alt aus. Man kriegt hier jeden Tag irgendwelche Besucher und man weiß schon gar nicht mehr, wer bist du denn? Garfield, wem gehörst du denn? Gut. Kommt, wir gehen ein bisschen weiter. Kommt, ich habe gleich Unterricht in 5 Minuten. Ich bringe euch ein bisschen weiter auf die Wiese. Schnell, schnell, schnell. Ich musste die mittags abmachen wegen der Hitze. Das werdet ihr, liebe Freunde, nicht glauben. April. Anfang April und solche Hitze.
unmögliche Hitze war das. Fast 30 Grad in der Sonne. Fast 30 Grad. Man hat mir gesagt, dass irgendwelche Sahara-Winde kommen von hier nach hier. Das ist der Hammer. Die Ziegen haben so geweint, ich musste die vom Kartoffeln pflanzen, sofort trennen und abmachen. Dann haben die getrunken, 2 Eimer Wasser und haben sich einfach drin im Haus ausgeruht, abgekühlt. Und jetzt wollen wir wieder auf die Wiese. Aber nicht mehr angebunden, Mädels. Einfach so. Lauft rum, meine Lieben. Malenki. Oh, ihr Gebrachne. Mann, was riecht das denn? Etwas riecht sehr stark. Sehr, sehr riecht. Oh, und welche Blume. Also im Moment der Duft. Mein Schatz hat gesagt zu mir, Natalia, bitte, fahr mit mir. Wir waren nirgendwo zum Hochzeitstag, wir haben nichts gemacht. Bitte fahr mit mir ein paar Tage irgendwo weg. In die Karpaten wollte er unbedingt. Und ich habe gesagt, was, Schatzilein, solche Schönheit hier verpassen? Wo werde ich das schöner haben, wie diese wunderschönen, duftenden Bäume im Moment? Boah, dahin, da kennt ihr ja diesen Garten. Wenn man da geht, boah. Da, nein. Nur so, ihr könnt essen. Du brauchst nicht so latschen. Essen. Die sehen, dass ich so in so schnellem Modus laufe, wegen dem Unterricht. Und die denken, die dürfen nichts essen, die müssen laufen. Ihr dürft essen. Ihr dürft essen. So, ich lasse euch hier. Ich habe Unterricht. Bitte seid lieb, okay? Ich lasse euch hier, okay? Прийти жрицю в понеділок, дам сорочку чисту й білу, та й прийди жрицю в понеділок, дам сорочку чисту й білу. Соловею гаю, тьох та тьох, канареючка, романаю, Катерина на пува, ой, маму, люблю грицяриць на конику вертиться.
Грицю шапка до лиця. Люблю Грицю, молодця. Ой, мамо, люблю Грицю, Гриць на конику вертиться. Грицю шапка до лиця. Люблю Грицю, молодця. Ist diese Katze immer noch da? Ich bin schon gespannt. Was ist das für eine Katze? Ja, sitzt da, glaube ich. Boah. Jeden Tag kriegt man irgendwelche Katzen zu Besuch. Die Mama von den Kindern da. Ja, der sitzt da. Oder? Oder ist er schon weg? Boah, ich bin so blind. Ich glaube, der sitzt da. Ich bin richtig blind. Und der sitzt genau bei mir vor der Tür. Hey, wer bist du? Nein, 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 keine Angst. Keine Angst. Nein, Kätzchen. Ich tu dir nichts. Du darfst bei mir auf der Brücke sitzen. Gegangen.